Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Matze auch da. Hallo Matze, du bist der Fernisch. Mach ich gerade. Genau, und wir sehen hier wieder einen Wargear-Fight auf PlayPlanet. Zwischen dem roten Team mit diesem grauen Wargear und diesem schönen Kürbis-Wargear mit dem blauen Team. Die sind in leichter Unterzahl. Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, nicht, welches Wargear bessere Kanonen hat. Das Grau haben wir hier noch nie gesehen. Doch, ich glaube auch schon mal. Vor allem mit diesem Glas-Ding hier. Glaubst du? Ich weiß es nicht genau. Ja, manche sehen relativ ähnlich aus. Vom Design her, vor allem diese ganzen gesprengten Klötze, aber ich meine, so ein mega graues Wargear hat die noch nicht. Aber okay. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und da geht schon der Bowfight los. Holy Moly, und ich habe keine Schluckauf. Ja, ich sehe auch schon, what the fuck? Ich hasse Schluckauf, by the way. Aber die anderen haben sich mit ihrem Arti-Schutz da einen Vorteil, habe ich das Gefühl. Ja, die können sich immerhin hinter was verstecken, ne? Wobei der Arti-Schutz drin ist ja voll am Arsch ist, ne? Durch den einen Schuss hier, ne? Mittlerweile ja. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Team Kürbis hat hier schon. Oh, 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 lala. Tiefenstich. Allerdings hat auch. Ich bin immer noch sehr, sehr überrascht, dass er eigentlich einfach auf hier am Dach ist und mit seinem Bogen schießt. Ja, warum nicht? Ich glaube, oh, da wurde sogar getroffen. Jetzt muss er sich ja mal langsam verziehen hier. Das wird ja ein bisschen unbrenzlig langsam für ihn. Keine Ahnung, irgendwie. Ja, das Kürbis war ja noch nicht so viel Schaden genommen. Gut unten kriegt es auf die Fresse, aber ja, gut unten. Wobei, ich glaube sogar, dass hier links gerade die Höhlenstreue beschädigt wurde, oder? Ja, tatsächlich. Das ist natürlich blöd. Ich muss generell sagen, hat der Kürbis jetzt gerade nicht mehr allzu viel Leben hat, so gefühlt. Ja, und nicht mehr allzu viele Kanonen, glaube ich. Weil ja, hinter den Augen der Kürbis ist ja hat schon mehr. Einigen Schaden gemacht, ne? Aber das war's dann auch, ne? Das stimmt natürlich wieder mit seinen vier Höhenstreus. Vielleicht kann man was ausrichten. Der hat aber Schaden gemacht. Ja, auf dem Dach haben wir noch gar keinen großen Fight gesehen jetzt hier. Was die Artillerie genommen hat. Anbelangt der Kürbis hat der drei Stück. Das graue Wort. Zwei richtig gut getroffen vom TNT. Die haben richtig Schaden hier, bekommen. Ist ganz glaube ich, oder? In der neuen. Und da hinten auch. Richtig Schaden bekommen, Halleluja, das war nicht schlecht. Oh, und jetzt klettert die Arte hier rein, jetzt klettert sie sich rein. Ja, jetzt ist vor allem die Verpanzerung hier oben futsch, ne? Mhm. Also das Kürbis-Wargear wäre so ein typisches Beispiel für ein Wargear, was enorm flexibel ist. Du hast drei Artillerie-Kanonen plus nochmal vier Höhenstreus. Das, im Prinzip hast du damit echt viele Möglichkeiten, das gegnerische Wargear ziemlich hart zu zerstören. Das sieht man auch. Jetzt selbst die Höhenstreus ganz an den Seiten oder in der Mitte sind ja ziemlich kaputt, aber und das Wargear wird halt auf der Außen ziemlich durchgeschnippt. Das hier ist gefährlich, hier wurde ein bisschen weggesprengt. Jetzt würde ich hier von der Lauf zerreißen, wenn die Kanone schießen würde, aber naja, ist nur ein Lauf, Gott sei Dank. Oh, einer aus dem blauen Team ist drauf, irgendwie das denn? Das ist durch die Explosion oder was ist passiert? Das kann sein. Oh, hat da eine Arti eingeschlagen oder was war da los? Oh, die Arti hat sich, glaube ich, selbst zerstört. Oh, Kettenreaktion, wo waren die? Da oben drin, ach du Scheiße. Das ist ungünstig. Das ist jetzt ziemlich im Arsch hier oben alles. Okay. Das war nicht schlecht, ich glaube, der Schuss war durch die Höhenstreu hier zu verdanken. Die echt gut trifft, muss ich sagen. Und so wie sich hier die Roten positionieren auf dem Dach, machen sie echt nicht wirklich so geschickt im Moment. Weil ich muss allerdings sagen, dass beim Kürbis zwei Artikel kaputt sind und die dritte auch bald, glaube ich. Die und es ist vor allem gerade noch jemand gestorben, ja? Oh stimmt, Team Blau hat nur noch zwei Leute. Und ich glaube, auf lange Sicht, auch wenn das Warrior aktuell noch, also vorhin zumindest ein bisschen besser aussah, dass es die eine, die ich zerlegt hat und die andere hier links. Die hat sich auch zerlegt, okay. Auf lange Sicht würde das Kürbis-Team nicht durchstehen, glaube ich. Es ist einfach die Masse, ne? Die Masse an Leuten. Ja, im roten. Die können roten reparieren, Team. Die können einfach viel schneller feuern. Die oh, der hat ihn getroffen mit dem Pfeil. Oh, was ein schöner Schuss. Und er hat sich das TNT angezündet. Oh nein! Nein! Lol, Himmel. Was ist das? Das mit war dem ein schöner Pfeil? Schuss. Ernsthaft? Ja, er hat zuerst mit dem Pfeil hatte hier den Sideoni, sonst Warte. Was. Wer ist denn nicht Vanish von uns? Du bist nun sichtbar, ich war unsichtbar. Nee, okay, ich bin Auto-Vanish anscheinend. Na gut, damit kann ich leben. Oh, jetzt, nein, nicht runterfallen. Oh Gott, du hast nur noch ganz wenig Leben. Eineinhalb Herzen hat er noch. Oh nein, ich bin...
Paul der ist Moloch aus. 117, der versucht sich jetzt im Baufight hier oben. Warum nicht? Das führt dann immer zu einem relativ schnellen Ende, was dann auch mal hin doch relativ unterhaltsam ist. Du bist nicht vanished, David. Ich bin nicht vanished. Ich sehe dich. Slash vanished, du bist unsichtbar. GG. Was will man da machen? Da machst du nichts, würde ich sagen. Da mache ich halt echt nichts. Und wenn das Plugin nicht funktioniert, dann ist es auch nicht mein Fehler. So. Oh, jetzt ist, oh, jetzt ist aber einer das Rot-Team geschaut. Ich glaube, der wurde gerade abgesniped, oder? Ich habe es im ersten noch nicht genau gesehen. Ich weiß nicht, aber Moloch schießt doch gar nicht. Oder ist es die typische Unfähigkeit des Spielers selbst? Indem man immer irgendwo runterfällt, dann Schaden nimmt, indem man sich selbst in die Luft jagt. Das war knapp. Immer viele Sachen. Am besten immer die Tode, wo man sich selbst killt bei einem Warrior-Fight. Oder in CSGO mit Granaten. Genau. Oh! Jetzt wurde hier der Rote getroffen. Der Joe Grabber. Joe Grabber, Junge. Entweder Joe Grabber oder Joe Grabber. Ich glaube, Joe Grabber hört sich besser an. Hört sich deutlich besser an, doch. Oh, Black Phantom X ist auf einem HP. Ein halbes Herz hat er nur. Ein HP. Oh, er hat abgesniped. Shit. Schöner Treffer. Ich glaube aber auch, dass der Moloch mit seinen 7 HP ist auch One-Hit für den Feuerpfeil. Ich glaube ehrlich gesagt auch, weil der macht schon 5 Schaden, oder? 5 macht er schon Schaden. Ja, also beim Auftreffen mindestens 2 Herzen, mindestens. Also 4 HP. Und dann brennt der Dot wird die letzten 3 HPs auch runterkloppen, nehme ich an. Ich vermute es auch, ja. Wo ist er? Weil ich schaue mich vor allem an, wo der rumgammelt. Oh, er wurde getroffen. Oh, okay. Durchs Fenster. Anscheinend. Durchs Fenster. Ach, cool. Ich kann eh nicht schreiben. Oder kann ich schreiben? Ja, ich kann wieder schreiben. David, wieso konntest du denn einmal nicht schreiben? Kannst du mir das sagen? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Das wollen die Leute jetzt wieder. Do! So. Jetzt wollen die Leute sich hier wissen, nee, ich hab vorhin das sehr ungezügeltes geschrieben im Chat. Ich wollte nur geiler Scheiß schreiben und anscheinend habe ich es dann verdient, einen 10-minütigen Chatbot zu kriegen, aber okay. Tut mir sehr leid, wenn es euch jetzt hier sehr offensive vorkommt, aber okay. Jo, ansonsten nehmen wir es euch beim nächsten Fight wieder. Wir machen mindestens noch einen auf, kommt ein bisschen drauf an, wie lange der geht. Und jo, bis gleich. Jo, macht's gut. Ja. So, da sind wir wieder. Ist nicht so, dass wir den Count verpennt hätten und das ein bisschen Spaß Alter, wird, aber ich hab's nicht gerade. Boah, David, ohne Scheiß. Oh, wir sehen, die Teams sind sehr groß. Wir haben 7 Leute in Team Blau und wenn ich mich nicht verzählt habe, waren es auch 7 in Team Rot. Die Leute können zählen, wir haben ausgesehen den Team Skies. Das ist sehr schön. Und wieso hat der eine nur 1 HP? Das ist ein bisschen komisch. Das wird wahrscheinlich gleich neu geladen in 20 Sekunden. Das könnte gut sein. Ich hoffe, Was ich eher lustig finde, ist dieses Wargame, dass du außen mit Holz verkleidet ist. Ich hoffe, dass er mit 1 HP nicht irgendwie zufälligerweise vor Start des Falls zu Tode kommt. Das wäre ein bisschen traurig, aber okay. Wie soll das knallen, David? Fuck mal ein! Scheiße, sorry. Ich hab das. Ja, ich würde sagen, GG, oder? GG, weißes Wargame. Fühlt sich an wie ein GG, wenn ich ehrlich bin. Fühlt sich an wie ein sauberes GG. SFAs, ihr seid scheiße. Ich hasse euch. Matze hat leicht den Hass gegen FFAs, Leute. Wer ist das? Sie jagt sich halt einfach selbst in die Luft, oder? Das eine hat sich selbst in die Luft gejagt. Oder? Oh, jetzt schießt das hier rein. Boah, ist das traurig. Holy shit. Hier ist ein fucking mega durches. Ach, wir sind bei 100. Ach, hier waren der SFA drin. Alter, die hat ja alles mitgenommen. Das Holzbronze geht gerade in Flammen auf, hab ich das Gefühl. Nee, im Weiß ist ein Riesenloch denn, ne? Ja, im Holzburg aber auch, weil da hat das. Oh, ja. Der eine SFA hat da noch reingeschossen und dann auch eine Kettenreaktion bewirkt. Holy shit, das ist ordentlich tief überall. SFAs und Stichkanonen, das ist hart, wie mein Gorgi gerne beschleunigt, Leute. Jo. Was war das? Was ist jetzt die Wünschfrei? Gucken wir uns mal die Teams an. Aktuell ist nur einer aus dem Rot gestorben. Das heißt, einer vom weißen Gorgi. Das. Team des blauen Morges sieht dadurch deutlich dezimierter aus. Da sind schon 2 Leute gestorben. Und sie wurden alle auf Full Life gepackt, als der Fight begann. Oh, jetzt geht schon der Bowfight los zwischen 2 Leuten, die nicht wissen, was sie zu tun haben.
mit jetzt einer Existenzberechtigung suchen im Baufall. Ja, da fliegt doch noch TNT dazwischen. Ja, das ist auch, also in dieser Phase eines Morgifights ist es echt sehr gefährlich, einen Baufight anzufangen. Da geht aber irgendwie alles drunter und drüber. Genau, weil wenn da ein gescheiter, wenn da ein gescheiter Artischuss kommt, dann bist du so am Arsch auf dem Dach. Und vor allem halt relativ ohne Deckung. Jetzt schießen schon zwei Blaue auf den einen Roten da drüben. Oh, nicht immer. So outnumbered einfach nur. Oh ja, total, das stimmt. Lag wirklich. Oh, da ist einer in Team Rot gestorben. Ich glaube, der war hier ungefähr, der vorne war. Blauen beiden leben noch hier am Dach. Und die der tagen noch, aber Item auch noch echt zu. Team Rot, ja. Theoretisch, der lebt sehr gefährlich. 2 gegen 1 Bowfight ist sehr, sehr. Sollte man echt gewinnen, wenn man. Aber jetzt 2v2, da drin schießt der andere auch noch. Jetzt ist spannend. Oh, shit, diese Artisch ist auch noch immer zwischendurch. Das ist echt interessant. Was man als in einem 2v2-Fight Bowfight eigentlich machen müsste, ist, dass du einen hart fokust. Zu zweit auf den schießt. Oh, ist der eine auf dem Dach gestorben mit dem Blau? Ja, ne? Ich glaub's fast. Ich weiß es nicht. Ich glaub. Ich weiß es nicht. Hä? Frisst da einen keinen Schaden eigentlich? Weil es sieht immer so aus, als ob die hier immer essen würden, aber irgendwie nichts. Nee, dann leckt es bei dir wahrscheinlich ein bisschen einfach. Ja, das wird sein. Der eine scheint gestorben zu sein oder ist runtergegangen. Weil er ist nicht mehr auf dem Dach. Mhm, dann ist der wahrscheinlich gestorben. Teamtechnisch ist das Team Rot aktuell besser dran, muss man allerdings sagen. Ein Spieler mehr und auch noch mehr HP insgesamt. Wobei, ja, schon. Alter, das ist echt knapp. Die Sache wird auch so ein bisschen die sein, wenn wir uns. The fuck? Alter. Das war ja mal eine riesen Kettenaktion hier unten. Beim Holy Weißen, shit. Ja, das war ziemlich heftig am Anfang. Beim Weißen? Nee, beim Braunen. Beim Holzborg hier. Beim Weißen, aber irgendwas. Beim Weißen. Da ist die erste Farbe am Anfang in die Luft geflogen hier unten. Ja, ja. Ja, ja, das hab ich. Aber gerade eben hier beim Holzborg hier. Da ist irgendwas mit den Artis in die Luft. Oh, shit. Der Weiß. Der. Okay, muss ich. Der Moloch ist gestorben auf dem Dach, war der. Ja, das gibt jetzt wieder ein bisschen mehr Chance. Das blaue Team, doch ist relativ aufrechterhalten. Die Menge an Spielern. Oh, der alte, der Drobot HD ist. Ach, so low. Aber sie schießen noch weiterhin mit ihren Artilleriekanonen. Die Frage, ob es was bringt. Ja, es kommen noch etwas tiefer, wenn sie es mit dem Blei gut hinkriegen. Ein voller. Der eine steht hier im Lauf. Der Lasi ist ja. Ich sehe ihn auch gerade, ja. Ich glaube, im Lauf ist es aber verdammt schwer, weil du kannst halt nicht nach links oder rechts ausweichen irgendwie, ne? Eben, Lauf ist echt nicht unbedingt so optimal. Gut, du hast links und rechts von Deckung, aber wenn du einen Pfeil hast, der gescheit gerade reinfliegt, dann kannst du normalerweise auch nicht nach hinten ausweichen, weil der Lauf halt normalerweise so ein bisschen gebogen ist, wie man hier erkennt. So gekrümmt. Schaden vom TT genommen. Ja, schon, ne? Krasser Scheiß. Halbes Herz. Gut, das ist jetzt nicht so viel. Ach, durch den Schuss, der hier in der Mitte durchkam. Das ist natürlich heftig. Aber er wird gleich weiter Schaden bekommen, wenn er da weiter steht. Kommt der nächste Schuss? Vermutlich, ja. Vermutlich. Und jetzt fliegen auch die Pfeile wieder zurück. Ja, das ist wie so ein klassisches 1v1. Aber man erkennt schon, dass es echt nicht einfach ist, in diesem klassischen Bowfight, wenn vor allem alle die Möglichkeit haben, das TNT zu dodgen, ne? Dass man ausweichen kann. Das dauert ja schon teilweise länger, also vor allem auch wenn wir uns anschauen. Oh Leute, ich hab mir jetzt schon angefangen. Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel diese Warships als Beispiel, ne? Die sind ja nochmal ein bisschen weiter voneinander entfernt. Oh, er wurde getroffen, Oh, er wurde nochmal getroffen! Ja, stimmt. Scheiße, die waren jetzt da. Jetzt verbrennt er fast. Das ist. Nee, er hat, aber jetzt ist er One-Hit. Das sah aber gleich aus. In Warships wird ja später. Noch einer ist im blauen Team ist gestorben. Wer war das denn? Ich weiß es nicht. Und Robot hat auch nur noch. Oh, jetzt kommt das TT. Oh, Scheiße! Hat ihn nicht getötet. Oh, das Delay. Hätte das Delay anders eingestellt. Oh, das war knapp. Scheiße, war das knapp. Ey, wenn die jetzt eine gute Kommunikation hätten, wie es in einer potenziellen Warrior-Liga der Fall wäre, dass man miteinander spricht, dann würde er auf dem Dach jetzt erzählen: Hey, oh, er wurde das getroffen, Delay hat ihn getroffen. Er brennt schon. Mhm. Wie viel Leben hat er? Er ist gestorben. Er ist hier runtergefallen und ist gestorben. Der rote, der blaue. Black Phantom. Black Phantom ist hier runtergefallen und gestorben gerade. Och nein, das kann nicht sein. Die jetzt leben nur noch zwei aus dem Blauen. Die kämpfen hier, glaube ich, auch gerade mit der Einer.
Du Roboter ist gestorben. TNT Damage. Ja, ja, Rocket Launcher jetzt. Och, so ein, bist du 1v4, Alter. Ja, ist die Frage, was man zu diesem Zeitpunkt macht, ne? Wenn man halt erkennt, dass so viele Leute aktuell auf dem Dach sind, dann soll man echt noch versuchen, irgendwie mit Höhenstreus oder Artis oder so, mit einer gescheiten Zündung versuchen, die am Dach noch wegzuhauen. Das ist eigentlich echt eine gute Möglichkeit, es sei denn, natürlich, man muss halt immer aufpassen, dass sie dann nicht mit Brandpfeilen das TNT aktivieren. Aber ansonsten ist es halt, vor allem im Baufall, ist es so schwierig, 1v4, das kriegt man fast nicht. 1v4, das geht nicht, weil du musst sagen, du musst 4 Pfeile gleichzeitig dodgen und gleichzeitig noch treffen und zielen, Alter. Und Baufights sind teilweise echt, man gewinnt Baufights durch Mann-Überlegenheit normalerweise. Ja, das schon. Vor allem, wenn du im Prinzip so frei bist, dass du wirklich alle Pfeile dodgen kannst, wenn du gut bist. Das ist normalerweise echt, teilweise echt langwierig. Oh, jetzt geht er wirklich aufs Dach. Oh, der Rote ist gestorben gerade, Wargetechnik da drüben. Ich habe ihn umfallen sehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, TNT-Damage. Ich glaube, es war eine TT-Explosion, ja. Das aber aus seinem eigenen Team. Oh nein, er wurde getroffen. Shit. 1v4, da machst du nix. Oh, nochmal getroffen, okay, tot. GG, Leute. Nice. Machen wir noch einen Fightmaster? Ich weiß es nicht, weil es ist ja schon fertig und ich glaube, das war eigentlich ganz okay, die Länge, oder? Ja gut, machen wir noch einen Fight. Hoffentlich wird er nicht dann nicht wieder so krass lang wie der letzte. Nee, ich meine eben, dass es eigentlich ganz gut war von der Länge, also. Oder meinst du, brauchen wir noch einen Fight? Ich meine, das soll ja auch nicht zu lang werden, die Videos. Ach so, du willst nicht noch einen Fight machen. So war das die Frage. Ja gut, wir haben ja, das letzte Video war ja schon sehr lang dafür. Ja, genau. Ich glaube, wir gucken, dass wir so ein bisschen das Maß halten, ne? Dass wir mal einen guten Zwischending kriegen, dass wir war's das vor zwei zu langes Fights. Video und zu kurzes Video, es waren zwei interessante Fights. Das stimmt. Vor allem der zweite. Waren beide nicht wirklich kurz. Okay, danke Leute für zwei coole Fights. So, jo, das verabschieden wir uns wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr den Fight aus einer anderen Perspektive sehen wollt, von Beispiel von Matze jetzt oder bei Matzes Video von mir, guckt in die Beschreibung. Da sind Links zu den jeweiligen Videos. Wir haben ja aus zwei Perspektiven aufgenommen. Ansonsten, like das Video, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Das wäre das TCTWG am Montag. Ciao. Jo, macht's gut.